Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Vor ein paar Monaten haben meine Lebensgefährte und ich uns entschlossen, dass wir ein Haus kaufen. Und wir sind in diesem Ort spazieren gegangen und da gibt es ein keltisches Baumhoroskop, also einen kleinen Wanderweg. Und dort steht eine Eberesche. Und diese Eberesche ist anscheinend der Horoskopbaum meines verstorbenen Papas. Und irgendwie habe ich das so berührend gefunden, weil das hat mir gleich eigentlich so eine Idee gegeben, was ich im eigenen Garten einmal haben möchte, nämlich eine Eberesche, um ihn auch bei mir zu haben und um sein Andenken zu ehren. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.